So, warte mal. Wir brauchen jetzt Kupferschrott und so den ganzen Krempel. Da haben wir ja jetzt genug Schränke. 5 Stück an der Zahl. Das lasse ich da, weil wir Kohle da brauchen zum Nachfüllen. Wir haben 5 Schränke. Und Deckenschränke können wir eigentlich auch anbringen, ne? Wie war denn das? Ah, hier. Warte mal, dann mache ich das doch so. Eins, zwei, drei. Und hier unten machen wir dann die flachen hin. Eins. So, warte. Abbauen, abbauen. Rot hätte ich gerne. Und nochmal rot. Nein, gut, man kann es natürlich andersfarbig machen, damit man ein bisschen durchsteigt. Ich lasse es ja aber jetzt erstmal auf rot alles, weil die Bilder helfen mir auch dabei ein wenig. Den würde ich vielleicht auch schon mal. Kann ich da irgendwo reparieren? Achso, da brauche ich ja das Tool für, ne? Ah, okay. Nee, dann machen wir erstmal den normalen Kleiderschrank dahin. Wollte ich gerade schon sagen. Ach, der hat das da hingebaut. Ich wunderte mich schon. So. Gut. Ja, sprich mit dem Captain, das machen wir alles gleich. Ich würde jetzt erstmal sortieren. Hier ist der ganze Krempel drin, ne? Bevor wir das da beschriften, würde ich erstmal gucken, dass wir vielleicht tatsächlich jetzt so ein bisschen schon mal, oder? Sollen wir schon mal, also einzelne Truhen machen? Weißt du, wie ich meine? Guck gerade mal, haben wir das irgendwo hier? Da, Kupferschrott, dass wir hier halt quasi immer wissen, was drin ist, weißt du? Aber dann brauchen wir noch mehr Truhen. Vielleicht sollten wir. Können wir ein paar herstellen? Wollten wir mal eben kurz gucken. Module? Nee. Können wir tatsächlich. Ein. Ja, okay. Hier ist es auch nicht so laut, ne? Fällt mir gerade auf. Ach, ich muss es erst aus dem Frachtraum holen, ne? Wo ist. Das ist halt ein bisschen. Also, das finde ich immer noch so ein bisschen. Ne, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es ein bisschen noch nervig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, dann lass mal gucken. Hier würde ich vielleicht jetzt einfach mal Munition, vielleicht Schrotflinten-Muni. Einmal 60er Stack würde ich vielleicht mitnehmen. Weil man hat ja so viele Sachen. Man wird wahrscheinlich ein Abteil nur Lager haben. Ich mache trotzdem noch Mischkisten, weil wir haben noch zu wenig Platz dafür. Wird halt hier wirklich die ganzen Munitionssachen da machen. Und Waffen halt. So, dann mache ich hier, damit ich weiß, was es ist. Werkzeuge. Hier die Pistole. Dann weiß ich, aha, da ist alles mit Schießerei und Lebensenergie und Pipapo. So, dann würde ich hier jetzt vielleicht die ganzen Kupfersachen. Da ist nur der Kupferschrott drin. Strukturen packe ich mal hier rein. Ne? Dann mache ich hier eine Kiste mit Strukturen. Warte. Hier, so, dann weiß ich, aha, Strukturen. Dann machen wir hier quasi auch nochmal so eine Mischkiste mit. War da nicht noch mehr? Nee. So eine Mischkiste quasi auch wieder mit. Aber das machen wir anders. Weil hier haben wir ja quasi. Hier haben wir quasi solche Sachen und ich würde das dann vielleicht hier machen, weil hier macht das mit dem Mischen vielleicht mehr Sinn, wenn daneben vielleicht nochmal ein bisschen Kupferbarren kommt oder so. Genau, dann diese Sachen. Wir haben unten ja auch noch ein Lager, ne? Lass mal kurz gucken. Genau, okay, das war das. Dann würde ich hier oben so ein Gedöns reinmachen. Dann würde ich hier. Ja, hier sowas. So, dann haben wir noch genug frei und genug Plätze, was ich echt feiere. Ach, hier oben ist ja auch der Frachtraum. Ich bin so doof. Und genau, Produktionsmodulstufe 2, Platten, lalala. Wir müssen ja hier auch zwischendurch ein bisschen auffüllen, wenn wir was bauen wollen. Und genau, jetzt lass mal gucken, dass wir Kohle, genau, da ist Kohle für den Frachtraum. Wir haben noch 223 Kohle, also genug. Ein bisschen Erze können wir demnächst mal abbauen, das können wir demnächst mal machen. Die schalte ich mal ab. Was wollte ich denn jetzt getan haben? Ich wollte. Wollte ich den Captain rufen oder wollte ich noch irgendwas machen? Bauen. Wir haben die Türen gebaut.
genau, wir haben hier oben das Lager gebaut. Mal eben schauen. Das Bett bringt uns ja nichts viel, ne? Aufbereitungsstation legt Aufbereitungsaufträge für alle Raffineriemodule fest. Zur gleichen Ausführung von Aufträgen müssen mehrere Stationen gebaut werden. Okay. Forschungsstation. Raffineriestation, ja. Lämpchen übrigens. Ach ja, genau, wir wollten Lampen bauen, ne? Einmal Kupferschrauben, warte mal. Achso. Wo waren das jetzt? Hier. Gut. Ist hier drin? Bring ich mal hier oben an irgendwo, oder? Ach, dann ist sie. Ach, guck mal, dann ist hier auch ein bisschen Licht. Können wir noch einen bauen? Brauchen wir bestimmt nochmal Schrauben, ne? Nee, Geräte. Lampe. So, nehmen wir nochmal hier raus. Zack. Und dann würde ich sagen, bringen wir die. Hier ist natürlich. Ach, so auf diesen Nippeln kann man die, glaube ich, anbringen, ne? Kann das sein? Ja, da. Cool. Das geht ja. Lal. Eine Leuchte. Das ist ja nice. Ich bringe die aber, glaube ich, da an. So, dann haben wir hier oben auch Licht. Ach, ist das schön. Schön gemütlich, wohnlich hier. Die Tapeten könnte man vielleicht irgendwann mal erneuern. Wahrscheinlich mit der Spray, mit der Sprühpistole geht das bestimmt, ne? Hiermit wird es wahrscheinlich gehen, ne? Einmal Kupferschrauben. Aber brauchen wir dafür Farbe? Ja. Mit der 8. Wie funktioniert denn das? Geht irgendwie nicht. Wie mache ich das denn? Use to paint drill ship with custom color. Equip it and use on your drill ship to start painting. Painting. Oben kommt irgendwas, aber irgendwie passiert da nichts. Oder müssen wir es über Tage machen? Okay. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich dachte, naja, hätte es sein können, dass es irgendwie klappt, ne? Gut, ja. Nochmal gucken, was können wir sonst noch bauen? Irgendwas Interessantes? Belebungswerkzeug? Belebt sterbende Spieler. Aber hilft mir das alleine auch weiter? Ich baue es mal. Ach, tatsächlich, man kann es. Nee, das ist wahrscheinlich nur für den Multiplayer. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass ich mir selbst einen Schock, wenn ich tot bin, geben kann, weil im Prinzip ich kann mich ja nicht kann mich ja nicht heilen. So. Dann packen wir die zwei Sachen mal hier mit rein. Gucken wir mal, ob ich die Painting-Pistole irgendwann mal zum Laufen kriege. Das wäre ganz toll. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Munition haben wir, Komponenten, Armatur, wird für Herstellung komplexer Geräte verwendet, lalala. Drillship-Segment. Wäre halt interessant, noch einen zu bauen, ne? Schrotflintenturm. Das können wir mal machen, um so ein bisschen Schutz auf beiden Seiten zu kriegen. Viermal Kupferplatten, einmal Kupferschrauben, zweimal Kupferwaffenbestandteile. Waffenbestandteile waren hier, ne? Das heißt, wir brauchen, wenn wir es zweimal bauen wollen, brauchen wir es viermal. Unter Erde bleiben? Achso. Ich dachte schon. Gott, ich habe jetzt. Puh, mal eben schnell speichern. Das heißt, wir brauchen das dann quasi viermal. So, jetzt haben wir es viermal. Kupferrohre brauchen wir dann zweimal. Kupferschrauben brauchen wir auch zweimal. Und wir brauchen achtmal Kupferplatten dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir das jetzt theoretischerweise noch bauen, oder? Zweimal. Modul nicht geöffnet.
Ach so, ich verstehe. Ja, 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 I know. Wir tauchen gleich mal wieder auf. Genau, das funktioniert ja nur, wenn wir aufgetaucht sind. Weil die Module ja ausfahren müssen, also Kraftwerke etc. pp. Genau, das müssen wir über Tage machen. Deswegen würde ich das jetzt mal machen. Ich würde über Tage einmal hochfahren. Oh, warte. Gleich läuft die Uhr wieder. So, jetzt. Zack. Ach, jetzt sind wir hier, ne? Ah, ich hätte vielleicht unter Tage bleiben sollen, um hier nicht angegriffen zu werden, zumindest oben an der Oberfläche. So. Das sieht halt schon echt verdammt cool aus, ne? So, baut er die jetzt? Ja. Eins, zwei. Nice. Und dann würde ich quasi wieder abtauchen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und würde die zwei Schrotflinten-Dinger auch anbringen. Das heißt, ich würde... Wir haben ja hier eine normale Schusswaffe für außen, für den Schutz. Und wir haben hier eine normale Waffe. Das heißt, ich würde die hier vielleicht ersetzen. Also den wegnehmen. Müssen gleich mal reparieren. Und würde dann hier quasi nicht Pistolenturm, sondern würde... Wo haben wir unser Lager? Würde quasi dann hier Schrotflintenturm hinmachen. Zumindest auf der Seite. Dann haben wir da... Normal und da Schrotflinte. Und dann würde ich quasi hier die Pistole jetzt hinmachen. Am besten dahin. Oder? Wieso geht das nicht? Warum geht das denn da nicht? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, lass mich mal eben schnell die Reparaturkits holen. Damit wir das mal eben schnell hier reparieren können. So. Ach, das muss repariert werden, kann das sein? 96? Hallo? Reparier das doch mal. Geht das nicht? Oder habe ich keinen... Nee, ich habe doch. Hä? Wieso repariert das nicht? Nein, wollte ich nicht abbauen. Hä? Hä, was ist denn jetzt? Was hat er denn? So, warte mal. Auch reparieren. Was kann ich denn da? Was ist denn da hier? Die Tür oder was? Immer nach oben. Das muss irgendwie unten sein. So ist also 100%. 100, 100, 100, 100. Da vorne ist noch irgendwas mit 99. Das ist, glaube ich, vorne unser Bohrer. Den müssen wir auch noch reparieren. Das müssen wir im Auge behalten. Aber was wollte ich? Genau, wir müssen die Wand, glaube ich, reparieren, damit wir es bauen können. So, und dann auch hier Schrotflinte? Nee. Hier jetzt Pistole. Ganz normal. Pistolenturm. Und auf der anderen Seite würde ich wieder Pistole wegnehmen und dort quasi Schrotflintenturm hinzimmern. Dann haben wir auf beiden Seiten jeweils normale Pistole und Schrotflinte. Jeweils vorne und hinten. Das ist ganz gut. Würde ich, glaube ich, tatsächlich auch so lassen. Dann würde ich jetzt einmal die Sachen lagern. Und zwar, wir haben ja jetzt noch quasi noch einen Pistolenturm. Wir könnten theoretischerweise da noch... Weißt du was, komm. Sicher ist sicher. Dann reisen wir mal nach oben. Aber woanders hin. Ich würde einmal quasi nach oben wieder turnen. Ich speichere mal. Ich hoffe, er hat gespeichert. Todesgrube, Oberfläche. Kann ich da hinreisen? Oh, warte mal. Mein Drillship. Wie fahre ich denn damit jetzt? Wie fahren das nochmal? Ah, hier. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich nach oben komme. Also wie ich hier den Weg nach draußen finde. Uah. Geht's denn hier nach oben? Schacht zwischen Ebene 1 und 2. Ja, ne? Oder?
Ja. Felsküste, warte mal, jetzt sind wir ja, glaube ich, schon hier. Genau dahin wäre ich. Felsküste würde ich gerne. Ja, nice, jetzt sind wir wieder oben. Sehr schön, cool. Ja, können wir uns das mal angucken, wie das aussieht. Feiere ich ein bisschen, muss ich sagen. Alter Schwede. Unser Drillship is incoming. Oh, da kommt schon Kundschaft. Guck mal. Da können wir es direkt ausprobieren. Hallo. Juhu. Dann reparieren wir nämlich auch mal den Bohrer. Weil ich fand es unten ein bisschen unsicherer, muss ich gestehen. So. Ja, greif du mal an. Du wirst gleich schon sehen, was du davon hast, ne? So, guck mal. Ja, wir haben ja, glaube ich... Ah, stimmt, wir haben noch gar keine Schrotflintenmuni. Da haben wir Schrotflintenmuni. Hä? Wieso ist denn hier der Tour... Ach, warte mal, wir haben gar keine... Ach, wir haben gar keine Munition im Lager. Kann das sein? Doch, Munition für Schrotflintenturm. Aber wieso... Hä, was ist denn jetzt das Problem? Oder haben wir keine Energie? Bilanz, Energie, doch. Aber wieso aktiviert er das nicht? Ach, hier oben. Ach, da ist das Knöpfchen. So. Da müssen wir drauf aufpassen, dass wir das immer aktiviert haben. Das passt immer noch. Plus 25 die Bilanz. Das müsste eigentlich passen. So. Haben wir noch zum Reparieren? Haben wir noch. Mit der 1. Dann würde ich sagen, ich repariere mal ein bisschen. Das, was wir zu reparieren haben. Hallo? Hä, ich hänge schon wieder. Hilfe! Hilfe! Nein! Hilfe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Toll, jetzt die 1. Oh nein, was? Uff, das ist aber echt gefährlich hier. Unser Drillship wird angegriffen und macht unser Schrotflintendings nichts. Unsere neue Schrotflintenwaffe. Doch, hier ist doch der Schrotflintenturm. Und da ist Pistole, Pistole. Okay, ich repariere erstmal. Das hört sich irgendwie so an, als würde es nicht funktionieren, aber... So. Reparieren. 100, 100, 100. So, da ist was mit 82. Genau, 100. Das müsste drin sein, oder? Das richtig sehe. 100, 100, 100, 100. Tag der offenen Tür. So, da haben wir wieder 100. Ist jetzt alles... Schon wieder. Aber ich glaube, unsere Waffen haben machen das ganz gut. Ich glaube, weil das waren 2, 3 Schüsse und dann war es das. Scheint ja da hinten. Scheint ja sehr begehrt zu sein hier alles. Aber ihr seht, dass wir jetzt da den Schrotflintenturm haben und da zweimal Pistole, ne? Vielleicht sollten wir das mal umstellen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Oder? Weil wir haben hier... Wie haben wir das denn hier? Hier haben wir... Oh, den müssen wir noch aktivieren. Warte mal. Sehe ich ja jetzt erstmal. So. Da haben wir auch Schrotflinte. Hinten. Genau, und dann einmal Schrotflinte vorne. Und hier auf der Seite haben wir quasi... Vorne normales Gewehr, genau, okay. Ist ganz nice, ne? Würde ich sagen. Also damit können wir schon... Aber die Schrotflinte schießt, glaube ich, erst aus einer gewissen Nähe, weil die hat jetzt nämlich gar nicht geschossen. Ich verstehe. Nein, nicht abreißen! Was mache ich denn? Wollt's reparieren. Also die Schrotflinte schießt tatsächlich erst aus einer gewissen Nähe. So, speichern wir mal. Ach, ist das schön. Ich feiere das. So. Tür schließen. Dann. Ja. Würde ich sagen,
soll es das, glaube ich, erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in unserem Drillship. Ah, ich kann es kaum erwarten, das zu erweitern. Ja, hier auf dem Channel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, bis es denn wieder heißt Vulkanoids, eine weitere Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.